Hallo, wir sind We Are Alaska und ihr guckt Viva.tv. Hallo, ich bin Henning und ich bin Schlagzeuger. Ich bin Basi und ich bin Keyboard-Spieler. Ich bin Dominik und ich singe und spiele gelegentlich Rhythmusgitarre. Ich heiße Luca und ich spiele Gitarre. Das hier ist das Wir-Spiel. Also jedes Mal, wenn wir Wir sagen, müssen wir uns etwas von Bench anziehen. Alternative New Wave Indie. In die Richtung. So, wir suchen gerade unser eigenes Genre so ein bisschen. Ich hab Wir gesagt. Nee, ich mag Placebo nicht, deswegen wäre es auf jeden Fall kein Vorbild von mir. Ich glaube, wir haben alle ganz verschiedene Vorbilder. Ich glaube nicht, dass man bei uns auf so unbedingt einen Nenner kommen kann, was Vorbilder betrifft, aber weil wir alle schon, glaube ich, aus anderen musikalischen Richtungen so ein bisschen kommen, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Ich mag Placebo zum Beispiel auch, aber deswegen versuche ich nicht so zu sein, das wäre Unsinn. Das mit der EP kam so, dass Jana von den Showroom Days uns angeschrieben hat, weil die unsere Mucke ganz cool fand und ja, wir hatten sowieso irgendwie... Scheiße. Naja, auf jeden Fall waren ein paar neue Songs am Start und dann dachten wir uns, packen wir die doch. Ich sag's. Es gab von uns noch nie einen offiziellen Release und es war einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, jetzt einfach mal was zu veröffentlichen. Auch wenn wir jetzt parallel schon daran arbeiten, schon wieder ganz neue Sachen zu machen. Also das ist nur so ein, also irgendwie, ich habe das Gefühl, dass, so, man, dass die Band einen so einen Zwischenstand brauchte mal. Es gibt schon einen Proberaum, das ist bei Dominik im Keller. Wie soll das auch anders sein? Und ja, da probt man, genau. Gelegentlich, also immer öfter. Es kommt ein bisschen drauf an, wie doll wir uns auf was vorbereiten wollen oder müssen. Ja. Alles für nichts. Das ist übrigens Jana gewesen. Das war Jana. Ich habe schon mal irgendwas von denen gesehen und gehört. Aber ich weiß jetzt nicht. Naja, also wenn ich morgens aufstehe, ich schlafe meistens in Unterhose und T-Shirt und dann muss ich irgendwas anziehen. Und dann gehe ich zum Kleiderschrank. Manchmal auch zur Kommode, weil das liegt manchmal auch auf der Kommode drauf, weil ich komme nicht mehr hinterher, das einzusortieren. Dann ziehe ich einfach irgendwas an. Manchmal sieht es cool aus und manchmal nicht. Also Mode interessiert mich eigentlich ziemlich dolle. Stylisch. Also elfig. So mit den Elfenschuhen. Ich sage immer Elfenschuhe dazu, weil die so leicht spitz sind vorne. Und in die Jeans würde ich auf jeden Fall nicht reinpassen, weil ich habe ein bisschen zu dicke, volle Oberschenkel. Und? Dann sagen wir alle mal Tschüss Viva, ne? Ich fang an. Tschüss Viva. Tschüss Viva. Tschüss. So, Mikrofon. Danke fürs Mikrofon.